Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu LibGDX, Spieleprogrammierung in Java. So, was wir heute machen ist folgendes, wir wollen jetzt mal ein bisschen Audio aufnehmen. Warum sollten wir das tun wollen? Hat ja nicht wirklich was mit Spieleprogrammierung zu tun. Naja, denkt zum Beispiel einfach mal daran, ihr wollt ein Spiel machen, Multiplayer, und jetzt habt ihr das Problem, ihr wollt einen Voice-Chat einbauen, wisst nicht, wie das funktioniert. Dann kommt ihr als erstes zu diesem Video und habt schon das Problem gelöst. Nee, Spaß beiseite, es ist einfach auch cool. LibGDX muss ja nicht unbedingt immer mit Spielen zu tun haben. Das kann man auch relativ cool für andere Dinge benutzen. Und deswegen, ja, relativ einfach auch mit LibGDX, muss ich sagen, das Ding aufzunehmen. So, was wir machen werden, ist folgendes. Ich habe hier mal einen neuen Key eingebaut, einfach hier eine weitere if bei Key up aus Versehen, nicht bei Key down. Können wir eigentlich noch hochschieben, ist kein Problem. So, wenn ich jetzt linke Alt-Taste drücke, dann nimmt es mir was auf. Das möchte ich jetzt hier reinschreiben. Okay, also, was wir als erstes brauchen, ist ein int samples oder sampling rate, wird da auch oft genannt. Und die setzen wir auf 44.100. Das ist einfach die Standard-Sampling-Rate. Wenn ihr mal so guckt, beim, keine Ahnung, bei irgendwas konvertieren oder sowas, habt ihr meistens die Auswahl zwischen 48.000 und 44.100 und noch was dazwischen oder drunter. Ich finde 44.100 ziemlich praktisch. So, den brauchen wir eigentlich nicht, den können wir nachher extra machen. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir brauchen ein Short-Array. Data, da schreiben wir einfach alle unsere Daten rein nachher. Also da ist quasi das, was wir aufgenommen haben mit dem Mikrofon, nachher drin. New, short, und zwar von der Länge, ja, jetzt kommt drauf an, wie lange wollen wir denn aufnehmen. Wir nehmen also die Sampling-Rate mal den Sekunden, die wir aufnehmen wollen. Also wir haben 44.100 von diesen Short-Dingern hier pro Sekunde. Und das machen wir jetzt für so und so viele Sekunden, also zum Beispiel für 3 Sekunden. Dann nehmen wir 3 Sekunden Ton auf. Gut, dann brauchen wir noch einen Recorder, logischerweise. Den bekommen wir über Audio Recorder. Rec ist gleich gdx.audio.new Audio Recorder. So, hier kommt die Sampling Rate rein, die haben wir schon. Ah, verdammt, wir haben es klein geschrieben. Okay, und hier kommt rein, ob wir nur einen Kanal aufnehmen. Naja, mein Mikrofon hat nur einen Kanal, also wir werden nachher mein Headset-Mikrofon benutzen, weil das der Systemstandard ist und mit dem habe ich einfach normalerweise mehr sogar, ne, habe ich nicht. Aber auf jeden Fall werden wir das benutzen und ja, deswegen brauchen wir hier tatsächlich auch nur Mono, weil mein Headset-Mikrofon einfach nur Mono kann. Gut, dann haben wir hier als zweites ein Audio-Device, also ein Gerät, das uns sozusagen einfach das Ding abspielen kann nachher. Deswegen nennen wir es einfach mal Player. gdx.audio.newAudioDevice braucht auch wieder eine Sampling-Rate. Und hier muss ich es auch wieder klein schreiben und ist auch wieder Mono. Okay. So, und jetzt können wir hier sagen, wir wollen das Ganze starten. Jetzt Vorsicht, wenn wir das nicht in einem neuen Thread machen würden. Hier, also wir brauchen einen New Thread. Wenn wir das nicht machen würden, dann wird sich einfach alles aufhängen, solange ihr irgendwas aufnehmt und solange wie ihr das danach auch wieder abspielt, hängt sich auch alles auf. Deswegen würde ich euch hier stark empfehlen, einen New Thread zu benutzen, sonst könnt ihr das ganze Ding nicht mal pausieren oder stoppen oder sonst irgendwas und das ist ziemlich eklig. Gut, New Runnable, und hier haben wir die Run-Methode mal wieder bekommen von unserem lieben, guten Eclipse automatisch reingebracht. Was wir jetzt hier drin machen, ist als erstes, wir sagen, okay, wir wollen gerne was, halt, ich habe es nur rec genannt. Wir wollen was aufnehmen, also rec.read. So, read, naja, wo soll es reinschreiben? Ins Datenarray. Wie viel soll am Anfang von diesem Datenarray leer bleiben? Nix. Und wie viel wollen wir aufnehmen? Das ist dann wieder Sampling-Rate mal 3 oder ihr macht es ganz elegant und sagt data.length. So. Jetzt haben wir alles aufgenommen, jetzt können wir das Aufnahmegerät eigentlich wegschmeißen. Achso, da wir uns hier in einem New Thread befinden, muss das ganze Zeugs hier Final werden, sonst dürfen wir es nicht benutzen. Also Final, Final und Final. Sonst können wir es alles hier in unserem, in dem neuen Thread nicht mehr benutzen, was ein bisschen arm wäre. Dann hätten wir es irgendwie umsonst erstellt. Gut, danach können wir unser Aufnahmegerät wegschmeißen und den Speicher wieder freigeben, sollte man immer machen. Dann wollen wir das Ganze wieder abspielen und deswegen sagen wir jetzt
player.brightSamples ist das, was ich gesucht habe. Was wollen wir ausgeben? Unser Datenarray. Ab wann wollen wir anfangen? Wieder von vorne. Und wie viel wollen wir ausgeben? Data.length, also alles. Gut. Und was wir jetzt noch machen müssen, oder nicht müssen, aber sollten, ist am Ende den Player wieder wegschmeißen. Player.dispose. Gut, und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt probieren wir das Ganze mal auf. Ich setze mir meine Kopfhörer auf und nehme in mein zweites Mikrofon was auf, wie zum Beispiel, jetzt müssen wir es erstmal starten, logischerweise. Schieb das mal hier rüber. Und jetzt sollte ich das vielleicht direkt zu euch heben. Dies ist ein Test. Dies ist ein Test. Wunderbar, ihr habt es, glaube ich, gehört. Ich habe mit meinem Mikrofon was aufgenommen und danach wieder abgespielt. Sehr schön. Macht natürlich Sinn, wenn ihr irgendwie einen Voice-Chat oder sowas habt. Ansonsten findet ihr sicher auch dafür eine sinnvolle Anwendung. Und ja, ich finde es einfach cool, wie leicht man hier was aufnehmen kann und wie leicht man was abspielen kann. Es sind gerade mal, wie viele Zeilen sind es? Ja, also auf jeden Fall unter 20 Zeilen Code. Und das ist wirklich mega cool. Und ich dachte, das darf ich euch nicht vorenthalten. Ja, und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.